Nehmen wir an, dass bei Ihnen im Betrieb die private Nutzung des PCs erlaubt ist. Dann wollen Sie bestimmt nicht, dass Ihre lieben Kollegen Einblick in Ihre private Finanzwelt bekommen. Deshalb möchten Sie hier im Beispiel die Arbeitsmappe Private Finanzübersicht so schützen, dass ein Öffnen der Datei nur noch mit einem Kennwort möglich ist. Bevor Sie dies nun gleich in Angriff nehmen, speichern Sie den aktuellen Stand der Arbeitsmappe. Klicken Sie dann auf Datei. Dadurch befinden Sie sich in der Backstage-Ansicht standardmäßig schon in der richtigen Rubrik Informationen. Wenn nicht, klicken Sie auf den entsprechenden Eintrag. Klicken Sie links auf die große Schaltfläche Arbeitsmappe schützen und im sich öffnenden Menü auf den Befehl mit Kennwort verschlüsseln. Dadurch gelangen Sie zum Dialogfeld Dokument verschlüsseln. Geben Sie in das Eingabefeld ein Kennwort Ihrer Wahl ein. Danach bestätigen Sie die Eingabe mit OK. Sie werden dadurch nochmals aufgefordert, das von Ihnen festgelegte Passwort einzugeben. Tun Sie dies und bestätigen im Anschluss erneut mit OK. Schließen Sie die Arbeitsmappe über den gleichnamigen Eintrag in der Backstage-Ansicht. Jetzt erscheint das Dialogfeld zum Speichern der Datei. Klicken Sie hier zwingend auf Speichern, ansonsten wird die Arbeitsmappe nicht verschlüsselt. Testen Sie, ob alles wunschgemäß funktioniert hat, indem Sie die Datei erneut über die Backstage-Ansicht öffnen. Dadurch erscheint der Kennwortabfrage-Dialog. Geben Sie das Kennwort ein und bestätigen Sie dieses im Anschluss mit OK. Haben Sie eine ältere Excel-Version, können Sie die Speicherung auch über das Dialogfeld Speichern unter vornehmen. Bevor wir dies tun, entfernen wir den Kennwortschutz jedoch wieder von der Arbeitsmappe. Wechseln Sie hierfür über die Backstage-Ansicht wieder in das Dialogfeld Dokument verschlüsseln. Dort angekommen, entfernen Sie einfach das vergebene Passwort, welches durch schwarze Punkte, also Platzhalter, dargestellt wird. Bestätigen Sie mit OK und schließen im Anschluss die Arbeitsmappe. Beachten Sie, dass Sie auch hier obligatorisch auf Speichern klicken müssen, ansonsten würde das Passwort nicht entfernt. Öffnen Sie die Mappe wieder. Wie Sie sehen können, wird kein Kennwort mehr abgefragt. So, kommen wir nun zu der vorher schon erwähnten Verschlüsselung der Arbeitsmappe mit einer älteren Excel-Version ohne die Möglichkeit, dies über die Backstage-Ansicht zu bewerkstelligen. Dafür wechseln Sie in das Dialogfeld Speichern unter. Mit allen früheren Excel-Versionen und auch mit dieser funktioniert dies auch mit der Taste F12. Im sich öffnenden Dialogfeld klicken Sie dann unten auf die Schaltfläche Tools und danach auf den Eintrag Allgemeine Optionen. Hier im Dialogfeld Allgemeine Optionen haben Sie noch mehr Möglichkeiten, den Schutz genauer festzulegen. Hierzu in einem späteren Video-Tutorial mehr. Hier im Beispiel interessiert uns nur die Möglichkeit, ein Kennwort zum Öffnen anzulegen. Klicken Sie dafür in das entsprechende Eingabefeld und vergeben wunschgemäß das Kennwort. Klicken Sie dann wieder auf OK und bestätigen im Anschluss nochmals durch die gleiche Kennworteingabe im Eingabefeld und anschließend dem Drücken der OK-Schaltfläche Ihre gemachte Verschlüsselung. Noch sind wir nicht ganz fertig. Hier im Dialog Speichern unter müssen Sie jetzt noch auf Speichern klicken. Die Nachfrage zum Ersetzen der Datei im dann erscheinenden Dialog müssen Sie ebenfalls noch durch Klicken auf die Schaltfläche Ja bestätigen. Jetzt endlich ist die Verschlüsselung durchgeführt. Schließen Sie die Datei und öffnen diese im Anschluss mit Eingabe des Passwortes wieder. Stellt sich jetzt nur noch die Frage, wie Sie ein Passwort mit einer älteren Excel-Version wieder entfernen können.
Wechseln Sie hierfür wieder in das Dialogfeld Allgemeine Optionen. Entfernen Sie das Kennwort. Klicken dann auf OK, Speichern und bestätigen wieder die Nachfrage zum Ersetzen der Datei, indem Sie auf die Schaltfläche Ja klicken. Testen Sie wieder, ob sich die Arbeitsmappe jetzt tatsächlich ohne Kennworteingabe öffnen lässt. Wie Sie sehen konnten, hat alles so geklappt, wie wir das wollten. Es ist also gar nicht so schwer, eine Datei in Excel vor fremden Blicken und vor deren Bearbeitung zu schützen.